Der Magnetismus wird auch ersetzt durch das hier, wa? So, wir haben Mumm und Stärke. Ja, das ist der. Hier werden wir unsichtbar bei. Genauso wie wir in unserem Ulti unsichtbar werden. Nee, das lassen wir erstmal, das Feuerding. So, wenn wir jetzt Artefakt nehmen. Ich werde gar nicht immer bunter. Also nur ein bisschen. Haben wir jetzt irgendwas? Nee, nicht was hier. Irgendwas, was gut ist. Wir haben derzeit das hier. Da geht das Hirn runter, aber alles andere bleibt. Das ist eigentlich ganz nice. Hier bleibt das Hirn, aber... Hier geht der Mumm nur ein bisschen hoch. Hier geht Mumm und Stärke hoch, aber Gesundheit runter. Maximales Jersey, Alter. Oh, Bewegung. Muss ich gar nicht, dass es das auch noch gibt. Gab es das schon immer? Habe ich noch nie gesehen. Nee, ich will nicht noch mehr laufen können. So, konfrontiere die Freedom Pearls am Spielplatz. Natürlich konfrontieren wir die Freedom Pearls. Oh, du kommst auch nicht an den Spielplatz ran, so schnell, ne? Warte, wenn wir von hier gehen. Wenn wir von hier gehen, kommen wir ran. Furzt niemanden auf die Eier. Zu spät. Glaube ich. Weiß ich nicht. Hab ich? Vielleicht während des Strip-Schuppens, ja. Vielleicht während unseres Strip-Aufenthalts. Hirn braucht man für, ja, weiß nicht, zum, ich habe keine Ahnung. Um es richtig zu beantworten für die magischen Attacken. Um es falsch zu beantworten. Was war das denn, Alter? Wie komme ich hier von dem scheiß Spielplatz runter? Die Fresse, Mann. So, was ist hier los? Einer der Freedom Pearls will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Pearls mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ein bisschen spät, ne? Ganz ruhig, Kuhn, Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Toolshed. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Schaut mal her. Hundearsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Hundearsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, oh, du denkst, Hundearsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Jugendcard-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pearls haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Cool and Friends, Freedom Pearls, antreten. Civil War 2 hat begonnen. Alter, Civil War 2. Oh, nein, ich will... Ja, komm, die machen wir fertig, oder? Die machen wir fertig. Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Echt? Bist aber auch der Einzige. Wir kommen nirgendwo hin, alles klar. Hättest du gerne einen Schraubenzieher-Sandwich, Kuhn? Da geht was. Oh, das war, Cartman ist kein Teamspieler. Hör mal los! Kommt er ganz durch? Nee, kommt nicht ganz durch. Okay, stellen wir ihn einfach hier hin. Timmy, Timmy! Was macht denn der jetzt? Was? Was zur Hölle ist denn jetzt? Wir retten dich, Onkel Doktor. Ich
bin drin. Alter, der hat hier überall, oh Gott. Wir werden alle sterben, werden wir. Ja, kannst du gerne machen. Nee, warte, halt, das wollte ich nicht. Ich gebe uns mal ein Schild. Stets bereit, hier kommt Guide. Zack, Schild von 114, nicht schlecht. Gegen Dr. Timothy zu kämpfen ist ein gewaltiger Fehler. Mikroaggression, schlag ihn. Was, warum? Warum? Weil er vielleicht behindert ich? Vielleicht behindert ist? Nee, komm, den lasse ich durch. Den lasse ich durch. Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Jetzt bin ich dran. Den lasse ich aber nicht durch. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Schurken, zittert vor Kuhn and Friends. So, wir könnten natürlich jetzt hier erstmal ihn fertig machen. Ist vielleicht gar nicht mal so doof. Nein, das war zu spät. Zu früh. Ja, Mutation, Kuhn. Was sonst, Diabetes? Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Was nutzt er? Boah, ich will auch heilen. Scheiße, Mann. Zeig ihm, was du drauf hast. Ich weiß noch nicht mal, was ich drauf habe, Junge. Ich weiß, ich bin der Hammer, aber ich weiß noch nicht, was ich drauf habe. Kindergartenkinder jetzt hier zusammenschlagen? Ich weiß auch nicht. Das könnten wir machen, oder? Stellen wir uns hier hin, kriegen alle hier auf die Fresse. Ah, Mann. Lass dich nicht von Karten enttäuschen. Kettendiabetes ist kampfbereit. Ich darf ihn nicht nehmen. So, warte. Wir stellen uns hier hin. Machen ihn aber nicht tot damit. Aber egal. Wir schützen uns damit trotzdem. Bam. Ein gründliches Fisting. Oh ja. Das mag Mysterio. Alter, die machen aber... Alter, aua. Alter. Schau, wie mutig ich bin. Die kleinen Stricher machen aber ganz schön Damage. Oh nee, die sind aber ganz schön hart. Ich bin richtig stark. Ich zeig's Oh. Geschieht dir recht, weil du so ein blödes Furzgesicht bist. Deine Mutter, Alter. So, Ultimate ist wenigstens bereit. Deshalb hab ich dir den Hintern versohlt. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Warte, wenn wir jetzt das machen. Und hier auf die Kinder, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Oder hier auf Mysterio und dann sind alle tot. Komm, wir machen das. Auf Mysterio. Oh ja, das kenne ich mit jeden Tag auf Arbeit Monster sehen. Haha. So, erstmal die Kindergartenkinder und Mysterio abfackeln. Humankind für Gerechtigkeit. Jetzt rieche ich voll nach Ozon. Oh Mann, du. Führe Gefechtsprotokolle aus. Jetzt wird gekunt. Du kunst mir mal an die, ne? Doch, mach den dann mal fertig. Ich muss erstmal die Kindergartenkinder, die machen nämlich verdammt viel Damage. Das sind halt Kindergartenkinder, die sind halt nur mal brutal stark. Mein Werkzeug ist bereit. Meteorologischer Präzision. Alter, ich will die Gegner haben. Die sind viel cooler als die wir sind. So, einmal das. Dann können wir aber noch einen Schritt vorgehen. Dann kriegen wir auch alle mit. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah, zu spät. Ich glaube das nicht. Ich pfeife. Was ist denn jetzt los? Wahnsinn, Timmy. Wahnsinn. Warte mal, wir machen mal ganz kurz. Nee, wir können ihn nicht heilen, ne? Scheiße. Kann sein, dass es gleich vorbei ist hier mit unserem Freund. Nimm das! Seht ihr, Kettendiabetes ist cool. Ja, das war's. Oder? Ja, das war's. Das war's mit unserem Kite-Freund. Ich konnte ihn leider nicht heilen. Diese scheiß kleinen Mistkinder hier, ey. Timmy! Macht er jetzt schon wieder. Oh, nee, hau doch mal ab mit deinen scheiß Kindern, Alter. Alter, das wird gar nicht mal so einfach hier, wa? Überaus beeindruckend, Tupperdose. Wir müssen Timmy töten.
Wir müssen Timmy töten, ansonsten haben wir hier große Probleme. Scheiße. Okay, Schlafen kannst du später. Wir beleben erstmal Kite wieder. Diese ganzen scheiß Kindergarten. Wichskinder, ey. Wir sollten uns jetzt beeilen. So, 200 Leben. Dann geht es unseren Kite erstmal wieder gut. Dann hoffen wir, dass wir vielleicht jetzt mal irgendwas überleben. Alter. Wie Hammer und Nagel. Los, Wunderarsch. Am besten einfach wieder das hier, wa? Das haut schon wieder ziemlich viele um. Wenn ich das so sehe. Ja, zum richtigen Zeitpunkt. Nee, du könntest dich vielleicht mal um Timmy kümmern, dass er ein bisschen langsamer wird. Ja! Timmy! Zudem ist er immer schön geschützt dadurch. Alter, Timmy, jetzt lass das mal. Oh nein, jetzt kommen die Kindergartenkinder. Okay, den darfst du ruhig angreifen. Du bist ein Dummkopf. Alter, gedisst. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass er wieder unseren Kite angreift. Weil die greift nämlich auch schon unseren Kite an. Au. Deine Mutter, Alter. Scheiß Drecksbelger hier. Ekelhaft sowas. Gut, wir dürfen gleich erstmal, wir sind gleich erstmal an der Reihe. Wie Timmy blutend von seinem Stuhl da fährt. Fällt. Meine Güte. Du steckst voller Überraschungen, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. nein. Bin ich jetzt endlich dran? Könnten jetzt da jemanden besiegen? Oder wir sagen einfach, der Kuhn geht vor zur Tupperdose und macht die platt. Oder wir sagen, warte, er hat ja noch eine ultimative Fähigkeit. Da sind alle sehr angeschlagen. Ach komm, wir machen seine ultimative Fähigkeit. So. Also unnötig, Timmy. Fühlt den Zorn von Human Kite! Und du machst einfach mal das Macaroni-Bild, damit alle geheilt sind. Weil Humankind ist ja unser Heiler. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Ja, ja, Moses. Entschuldigung. So. Jetzt setzt's was. So, und wir machen wieder unseren schönen Messerwurf hier. Ja, warum nicht, ne? Eigentlich hier. Dann sind die ganzen scheiß Kindergarten-Wichskinder sehr angeschlagen. So, und weg mit dir. So, keine Kindergartenkinder mehr. Hoffe ich mal. Ja, natürlich, er ruft wieder neue kleine Drecksbelger. Ich hasse es. Ah. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Wir müssen echt Dr. Timothy besiegen. Der teleportiert sich auch nur die Schwuchtel. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Zack, Alter. Das haben wir mal richtig gemacht. Du hast eine Arterie erwischt. Das hoffe ich doch. So, du müsstest eigentlich ein bisschen Abstand halten. Aber gut, vielleicht geht er ja tot. So geht der Mann fast. Weg. Das packst du schon. Warte, wenn wir jetzt wieder hier machen, dann sterben wieder ein paar, wa? Ich liebe diese Technik. Diese Technik ist echt geil geworden, muss ich sagen. Du dober, dicker Bescheißer. Captain Diabetes fürchtet nichts. So, Timmy.
Bam, da hast du. Schön, dass er die ganze Zeit blutet. Damit haben wir ihn schon fast fertig gemacht. Er ist ganz angenehm. Das war's. Sorry, Humankind, aber da kommst du wieder nicht gegen an. Deine Mutter, Alter. Es kann passieren, dass Humankind wieder stirbt oder irgendeiner jetzt stirbt. Weil diese ganzen Kindergartenkinder sind echt anstrengend. Das war ein lustiges Gesicht. Die sind aber gut zum Ultimate hier aufladen. Oh, das ist nicht schlimm. Du blöder Pupsfutz. Haben wir ihn besiegt? Nein, er lebt noch. Ist er natürlich. Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. So, jetzt wieder auf alle, denn sind vielleicht alle tot. Auf jeden Fall ist der Timothy ist tot dann. Dr. Timothy. Das läuft genau wie geplant. Sehr schön. Gewonnen! Wir haben sie zusammengeschlagen. Empathieverstärker. Brainiac-Kostüm-Set. Es gab aber wenig. Sehr nice. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Wieso rede ich? Ich will nicht über meine ethnischen Hintergründe reden. Oh Gott, dann kommt wieder irgendetwas, dass wir schwarz sind oder so. Oder nicht schwarz. Oder ich habe keine Ahnung, was dann kommt. Okay, wir sollen in den Brewpub. Aber erstmal möchte ich natürlich erstmal, wir müssen erstmal wieder gucken, weil wir sind schon wieder so episch, dass wir irgendwas gucken können. Hirn, wir brauchen kein Hirn, wir brauchen irgendwas, was Muskeln, Mumm und Gesundheit hochmacht. Das wäre super. Gesundheit finde ich halt echt wichtig, weil wenn wir tot sind, können wir viel weniger Damage machen. Deswegen bin ich noch auf Gesundheit. Dich kriege ich. Dich kriege ich, ey. Meins? Big Gay Shadow. Ich frage mich, ob wir uns nachher noch für ein Team entscheiden können. So wie im ersten South Park Teil. Weißt du, dass wir sagen können, wir möchten doch eher zu den Freedom Pearls. Was wir ja nicht machen werden, weil der Kuhn ist einfach zu geil und der Kite, aber jetzt habe ich die ja auch gesehen. Oder mit Timmy immer. Ja, das wäre auch geil. Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein. Jetzt gehen wir erstmal unsere Arbeit erledigen. Ist es Zeit für Blitzfreak? Blitzfreak? Rechtschaffen. Wir waren, glaube ich, noch nie bei Jimbos ganz drinne gewesen, oder? Warum waren wir da noch nie drinne? Captain Diabetes ist nur geringfügig ansteckend. Ich will mal nach Jimbos Waffen. Da waren wir noch nie drinne gewesen. Wer weiß, was es hier drin gibt. Nett. So, was gibt's hier? Ah, warte, halt. Aha, da haben wir wieder so ein Ding hingehängt. Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Ich hab neue Ware reinbekommen. Schau dich um. Panzerung. Komm. Du bist ein klasse Superheld. Ist zwar nur ein Rezept, aber vielleicht können wir das ja mal machen. Okay, schnapp dir die bösen Jungs. Ja, Mysterio ist... Ja, ich weiß, Mysterio hat halt Stil, aber... Das war gar nicht nett. Weißt du, es ist... Mann. Ich hätte gerne Mysterio. Toolshed war eigentlich auch gerade echt stark gewesen mit seinen Techniken. Vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Müll haben wir auch.
Das ist auch nicht schlecht. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ob der Müll schlecht ist.